Hallo zusammen. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auf meinem Kanal seid und wieder mit dabei seid, wenn ich heute mal ein ganz besonderes Thema ansprechen möchte. Und zwar das Thema Kosmetiktasche. Ich habe also immer große Handtaschen und ich habe immer eine Notfall-Kosmetiktasche bei mir. Die habe ich auch hier zu Hause, die ist immer gepackt. Die habe ich mir von meiner Tochter, dem Erdbeerfaden, falls es euch interessiert, nähen lassen, nämlich genau auf meine Anweisung hin. Notfallkosmetiktasche, fragt ihr euch? Ja. Also, ich bin eine Frau, die gerne geschminkt irgendwo hingeht, strahlend aussieht und schön zurechtgemacht ist. Nun gibt es aber Zeiten, so wie heute zum Beispiel, da habe ich vormittags ein bisschen im Haushalt gearbeitet und jetzt in der Mittagspause war ich recht faul. Dann kommt urplötzlich ein Anruf, beispielsweise von meiner besten Freundin, die sagt zu mir: Du, ich habe zwei Kinokarten, mein Mann, der kann heute nicht, hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Natürlich habe ich Lust, weil ich ein gerne Kinogänger bin. Da sagt sie zu mir: Wir treffen uns in einer halben Stunde. Oder aber man hat gerade den Großputz hinter sich und es klingelt das Telefon, der Ehemann ist am Telefon, der Freund oder der Bekannte und sagt zu einem: Du, nebenan steigt in einer halben Stunde eine tolle Gartenparty mit Grillen und allem drumherum. Hast du Lust? Kommst du mit? Oder aber man kommt gerade vom Sport, kommt nach Hause, ist ungeschminkt, weil man war ja sportlich tätig, hat sich gerade frisch geduscht, ist gerade fertig, möchte sich eigentlich auf die Couch legen. Da kommt der Anruf von Freunden, die sagen: Mensch, wir wollen uns alle bei den und denen treffen. Habt ihr Lust? Ihr könnt mitkommen. Das steigt eine ganz tolle Party. Habt ihr Lust mitzukommen? Ja. Super, dann holen wir euch in einer halben Stunde ab. So. In meinem Fall ist das dann immer so: Ich gehe ja gerne mal ungeschminkt und habe meine Haut nur gepflegt, bin zu Hause so ein lässiger Typ. Aber wenn ich irgendwo hingehe, dann möchte ich bitte nicht so aussehen. Ja, was passiert denn? Egal, was man gerade vorher gemacht hat, man hüpft unter die Dusche, man putzt sich noch die Zähne, man cremt sich noch ganz schnell ein und dann hat man von der halben Stunde maximal noch 10 Minuten Zeit. Und dann, genau dann, hilft einem diese Notfall-Kosmetiktasche. Ich möchte sie heute gerne mit euch auspacken und mich dann einmal in 10 Minuten schminken und die Haare etwas machen, um dann zu zeigen, dass man dann strahlend die Tür aufmacht und dass auf jeden Fall in meinem Gesicht eine Veränderung stattfindet. Also passt gut auf und wer Lust hat, bleibt jetzt dabei. Meine Notfallkosmetiktasche ist nicht etwa jetzt nach Reih und Glied eingepackt, sondern ich nehme jetzt raus und werde danach mich dann auch schminken. Ich fange an mit meiner Feuchtigkeitscreme von New Skin. Die packe ich mir immer rein, egal wo ich hingehe, egal wo ich bin. Diese Tasche ist immer damit gefüllt, ne? Damit ich die Feuchtigkeitscreme eventuell dann nochmal nachtragen kann. Dann habe ich auf jeden Fall einen Taschenspiegel dabei. Das ist für mich ein No-Go, ohne Taschenspiegel zu gehen, weil ich muss ziemlich dicht an die Spiegel rangehen, weil ich ja Brillenträger normalerweise bin. Und wenn ich jetzt irgendwo öffentlich bin und renne da rein auf irgendeinen Waschraum, dann sind meistens die Waschbecken und dahinter ist der Spiegel. Null Chance, mich richtig zu schminken. Also der Taschenspiegel muss natürlich mit. Dann habe ich von Make-up Coach die romantischen Augenblicke Lidschattenpalette, weil die packe ich mir immer ein. Das sind A1 meine Farben und mit all diesen Farben kann ich eigentlich alles außer Foundation, alles in meinem Gesicht als Notnagel verwenden. Daher nehme ich die mit den Farben Warm Vanille, Romantik Rosé, Latte Macchiato,
Rosenholz und Soft-Auberginen. Lasst euch überraschen, wie das nachher läuft. Dann habe ich auf jeden Fall einen Contouring-Pinsel dabei. Den brauche ich immer. Ich möchte gerne hier schmal aussehen. Das kann ja auch jeder irgendwie handhaben, wie er will. Dann habe ich auf jeden Fall einen, und zwar den neu gekauften jetzt, Taschenpinsel dabei. Einen Primer, der die Haut im Vorfeld ein bisschen glättet. Dann habe ich den Sonny Bronzing Puder von Make-up Coach. Dann habe ich natürlich die drei wichtigsten kleinen Pinsel von Make-up Coach, den Schlupfi Puschel, den kleinen schrägen und die Lidfalte. Dann habe ich den Weichzeichner von Make-up Coach. Dann habe ich natürlich den Lippenkonturenstift Beste Freundin, weil die beste Freundin sollte man immer dabei haben. Und dazu passend, wenn es schnell gehen soll, habe ich immer einen nudefarbenen Lippenstift. Das ist der Naki Dye Samt von Make-up Coach. Weil mir schon oft passiert ist, wenn es dann wirklich ganz schnell gehen soll, dann sind mir dunkle Lippenstifte immer so ein bisschen suspekt, weil die dunklen Lippenstifte, wenn ich mich damit verschmiere, dann habe ich überhaupt gar keine Chance, das mehr auszubessern, ne? Und dann habe ich immer einen Mascara dabei. Das ist diesmal der Total Temptation von Maybelline. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Kompaktpuder von Maybelline Matte Maker mit dem Farbton 35 Ember Beige. Und da habe ich immer so einen Wattebausch drin, weil oft die Puderquasten, die da drin sind, wenn die ein paar Mal benutzt sind, ist mir das unangenehm. Also nehme ich immer so einen Wattebausch, den lege ich rein und wenn ich den einmal benutzt habe, dann kommt er weg. Und dann lege ich einen frischen rein. Das ist erstens mal sehr viel hygienischer. Und zweitens, ich liebe das so. Ja, Kosmetiktasche ist jetzt leer. Und dann fangen wir mal an, wenn was passiert, wenn der Anruf kam. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, unter der Dusche war ich natürlich schon. Zähne geputzt habe ich auch schon. Ich habe mir schon für die Gartenparty das Kleid angezogen. Und jetzt habe ich im Grunde genommen noch genau 10 Minuten Zeit. Und die nutze ich. Erst einmal mit der Nu Skin Feuchtigkeitscreme. Da brauche ich jetzt gar nicht so viel, weil meine Haut immer gepflegt ist. Und wenn ich aus der Dusche komme, creme ich mich ein. Und damit habe ich dann auch schon das Gesicht eingecremt. Jetzt müsst ihr euch natürlich vorstellen, dass ich dieses Kleid nicht anhabe. Oder stellt es euch am besten nicht vor. Sondern dann bearbeite ich natürlich auch noch das Dekolleté mit, ne? Das ist ganz klar. So, wenn ich die Feuchtigkeitscreme aufgetragen habe, in dem Falle habe ich jetzt recht wenig gemacht, dann benutze ich meinen Primer. Auch einen Pumphub erst einmal immer weniger nehmen und lieber nochmal nachnehmen. Und das trage ich mir dann natürlich überall auf. Auch doch noch mal ein klein bisschen für die Nase und creme mir das schön ein. Ich habe das schon mal gesagt, Primer setzt man eigentlich nur an die Stellen, wo man sehr großporig ist, also auf der Nase oder am Kinn oder auf der Stirn. Ich mache den Primer überall hin. Ich bin ein bisschen älter, da ist die Haut ein bisschen faltiger und da mache ich das im ganzen Gesicht. Natürlich habe ich jetzt kein Make-up-Schwämmchen dabei oder ein Make-up-Pinsel. Das wäre mir auch unangenehm, wenn das im Kosmetiktäschchen wäre, weil das verschmiert dann. Den Weichzeichner trage ich in solchen Fällen natürlich auch mit den Fingern auf. Ich nehme auch einen Pump-Pump davon und verteile mir das. Es muss ja schnell gehen, ne? Ich habe noch 10 Minuten, bis ich
auf jeden Fall veränderter und strahlender zur Gartenparty kommen muss. Ich weiß, ich habe immer so ein kleines Problem, braucht dann noch ein bisschen mehr für die Nase, weil die immer etwas rot ist. Die steht halt im Sommer leider immer zu sehr der Sonne entgegen. Verteile das schön, achte natürlich auch drauf, dass das bis runter zum Dekolleté ist. Da kann das ein bisschen schneller gehen. So. Ich muss jetzt gar nicht so viel abdecken, weil das brauche ich nicht, weil ich will ja jetzt nicht ein riesiges Make-up machen, sondern ich will schnell etwas erreichen, um strahlender auszusehen. Wenn ich das dann aufgetragen habe, nehme ich mit dem wunderschönen Taschenpinsel den Bronzing-Puder auf und decke das Ganze natürlich ein wenig ab. Man will ja nicht glänzen. Und dieser Pinsel, den liebe ich natürlich. Weil den kann man natürlich waschen, logisch, aber er ist ja so schön verpackt in dem kleinen Kästchen, da in der Hülle drin, ne? So kann ich also wieder zumachen. Dann nehme ich, das wird jetzt spannend, dann nehme ich jetzt meinen Contouring-Pinsel. Und gehe in die Farbe Latte Macchiato vorsichtig rein und ziehe mir da meine Contouring-Linie. Warum nicht? Auch wenn es Lidschatten ist, brauche ich natürlich nicht immer Rouge und Contouring mitnehmen. Das könnt ihr nämlich natürlich handhaben, wie ihr wollt. Ihr könnt euch auch ein Kosmetikkoffer nähen lassen. Aber das ist für mich immer etwas, wo ich weiß, wenn ich irgendwo hingehe, ich weiß ja, was ich vorher anhabe. Und bei uns passiert das halt auch sehr, sehr oft, dass man irgendwo unterwegs ist. Ich auch mit meinem Mann gerade meine Mama besuchen im Seniorenzentrum und plötzlich rufen unsere Freunde an. Oh, wir sind ganz in der Nähe, wollen wir uns zum Eisessen treffen? Peng steht man da, hat nichts dabei und das möchte ich halt nicht erleben. So, bisschen vorsichtig natürlich machen, das ist ganz klar. So, dann nehme ich auch schon den kleinen schrägen, den nehme ich jetzt und zwar gehe ich damit auch in die Farbe Latte Macchiato. Vorsichtig hinein, bearbeite meine Augenbrauen. Wenn mir das nicht dunkel genug erscheint oder mir das nicht gefällt, ich weiß das, aber das gefällt mir bei mir, dann kann man natürlich das Dunkelbraun, also die Latte Macchiato Farbe, auch noch ein bisschen verstärken, indem man den Pinsel leicht anfeuchtet. Was ich jetzt nicht machen möchte, ich habe nämlich jetzt hier kein Wasser da. Aber wenn man sich am Waschbecken schminkt, kann man das. Und dann wird automatisch die Farbe Latte Macchiato auch dunkler. Augenbrauen habe ich auch fertig mit dem kleinen Schrägen. Und jetzt bearbeite ich auch schon mit dem Kompaktpuder nochmal. Ganz vorsichtig. Tupfe ich meine Lider ab, damit das auch wirklich fettfrei ist. Meine Nase tupfe ich nochmal ab und meine Lippen, weil ich möchte, dass der Lippenstift dann natürlich auch gut hält. Ihr könnt das Ganze verstärken, indem ihr dann nicht verstärken. Ihr könnt das Ganze einfach ein bisschen geschmeidiger machen, indem ihr dann anschließend mit dem Bronzing-Puder noch einmal darüber geht.
So, dann komme ich auch schon zum Ru. Ja, jetzt habe ich erstmal Contouring drauf. Dann komme ich jetzt zum Rouge und für das Rouge nehme ich ruhig wieder diesen Pinsel. Den kann ich ja auswaschen und gehe damit, weil ich es nicht so extrem machen möchte, in die Farbe Rosenholz hinein. Das ein bisschen ab und mache mir ein bisschen die Wangen rot. Schließlich soll ja keiner sehen, dass ich vorher womöglich Hausarbeit verrichtet habe. Und für diejenigen, die es nicht ganz so stark haben wollen, die können auch die Farbe Romantik Rosé wählen, ne? Dann ist es etwas zarter. So. Den Pinsel kann man später auswaschen. Da ist das kein Problem, wenn man auch mal zwei Farben nimmt. Das macht gar nichts. Dann nehme ich auch schon die Farbe Warm Vanille. Gebe es mir aufs bewegliche Lid. Immer dran denken, in meinem Alter oder in unserem Alter ist das helle Lid immer das bewegliche Lid sollte man so hell wie möglich machen, dass man das Auge auch schön öffnet. Und das erreiche ich natürlich mit der Farbe ganz toll. So, einfach nur aufs bewegliche Lid. Wer möchte, kann das natürlich bis nach oben ruhig ziehen. Mache ich manchmal auch, denn ich habe auf jeden Fall jetzt in dieser Kosmetiktasche kein Glow mit und nichts. Das heißt kein extra Highlighter. Also ziehe ich mir das gleich ein bisschen nach oben die Farbe. Dann nehme ich den Schlupfi-Puschel und gehe mit dem Schlupfi-Puschel in die Farbe Soft Aubergine. Und werde mein Schlupflid ein bisschen hervorheben. Mein Schlupflid, was dann plötzlich keins mehr ist. Das heißt, ich habe ein bisschen Schlupflid und mit dieser sogenannten künstlichen Lidfalte hebe ich das Ganze ein bisschen hoch. Muss natürlich immer darauf achten, dass ich es dann jetzt auch gut verblende. Glaube, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Bisschen hochgezogen. Und dann arbeite ich natürlich hier hinten, ziehe mir das so ein bisschen auf dem beweglichen Lid noch nach innen, damit ich immer einen guten Übergang schaffe und nicht so harte Konturen. Streiche das ein bisschen aus und nehme gleichzeitig den kleinen schrägen wieder, gehe wieder in die Farbe rein und ziehe mir die Verbindung an den unteren Lidrand. Mache ich auf der anderen Seite auch. Immer nur bis zur Mitte gehen. Früher bin ich bis nach vorne gegangen und habe damit das Auge erheblich verkleinert. Also, wenn ihr das Auge nicht verkleinern wollt und immer diesen offenen Blick haben wollt, diesen wunderschönen offenen Blick, dann geht halt nur am unteren Lidrand bis zur Mitte. Wer jetzt natürlich von euch auf die Uhr schaut und meint, naja, ihr arbeitet ja schon in Richtung 10 Minuten, dann dürft ihr nicht vergessen, dass ich euch das ja auch erkläre. Und beim Erklären ist natürlich die Zeit etwas anders, als wenn ich für mich alleine mich schnell schminke. Also nach wie vor, ich habe es versucht, ich selber schaffe es zwischen 8 und 10 Minuten und weiß dann immer, wie viele Minuten ich vorher brauche. Wenn ich natürlich gerade vom Sport komme und bin beim Sport frisch geduscht und alles schon soweit fertig, na dann hab ich ein bisschen länger Zeit. Ich bin heute effektiv von diesen 10 Minuten ausgegangen, die wir gerade Zeit haben, uns ein wenig aufzufrischen
um strahlender und schöner auszusehen. Ja, jetzt habe ich soweit alles aufgetragen. Jetzt fehlt der Mascara noch. Das ist natürlich immer etwas, wofür man sich gut Zeit lassen sollte, weil nichts ist so schlimm, wenn ihr fertig seid mit dem Schminken, dass dann mit einmal vom Mascara hier womöglich so ein dicker Klecks irgendwo hinkommt. Das muss nicht sein. Das ist auch nur ein gut gemeinter Rat. Weil nichts ist so schlimm, als wenn ihr euch den Mascara auch zum Schluss noch ins Auge piekt und dann so mit so einem schönen, dicken, verquollenen, roten Auge mit der Freundin ins Kino geht oder zur Gartenparty geht oder. Manchmal ist das so. Nehmen wir das aber mal mit dem Pinsel weg. So. So, die Augen haben wir gemacht. Das ist fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Lippenstift. Die beste Freundin. Und Nackedeisamt. Das Gesicht ist so weit fertig, dass man jetzt nur noch mal zur Kontrolle. Könnte man noch den Lidfaltenpinsel nehmen, was abstreifen und könnte ihn noch in die Farbe Warm Vanilla geben. Das ist so mein Tick. Und gebe ihn mir hier oben an die Falte noch mit ran. Ist oftmals so, dass es ein bisschen strahlt, bisschen ausstrahlt. So. Jetzt finde ich, sieht man schon den Unterschied zu vorher, obwohl ich mich eigentlich nicht viel verändert habe und habe wirklich mit den Produkten innerhalb von 8 Minuten soweit fertig bekommen. Gefallen tue ich mir noch nicht. Also, um dem Ganzen noch etwas aufzusetzen, muss natürlich jeder jetzt sehen, was er für Haare hat. Ich habe immer einen Trick bei mir für meine Haare bei dieser Länge, um dann schön auszusehen, und das muss schnell gehen, weil mein Mann steht schon in den Startlöchern oder meine Freundin steht schon vor der Tür. Dann fange ich an, das hier zu drehen, hochzunehmen, bis hier hin. Und ich finde das ganz, ganz toll, diese durchsichtigen kleinen Klammern, habe ich von Rossmann geholt. Die setze ich mir in Punkten. Also da brauche ich gar nicht viel machen. Wer natürlich schnell im Flechten ist oder so, der kann das auch machen. Das gleiche mache ich an der Seite. Einfach drehen. Bis hier hin. So, und hier drehe ich einfach weiter und setze mir dann hier die kleinen Klammerchen. Da, wo ich sie hinhaben will, drehe das immer weiter hinten auch. Mach diese kleinen Klammern rein. Ich versuche mich dann gleich noch mal zu drehen. Bitte aber um Verständnis, wenn das nicht hundertprozentig aktuell ist, aber auf jeden Fall sage ich mir immer,
Ist das immer noch die Rettung für den Abend oder für die Party, die ich da so habe? Und ich habe immer ein Armband meistens um, dass ich mir hier noch, das ist so mit Perlen. Oder aber ein, manchmal trage ich auch so ein ja, Silikon-Gummiband. Das trage ich dann auch noch mit dazu. So, dann schnell noch, wenn ich zu Hause bin, könnt ihr noch ein paar Ohrringe euch reinmachen, die ihr vorrätig habt. Oder aber ihr steckt euch, wie ich, ein paar Ohrringe in die Handtasche. Das sind meistens die, also unspektakuläre Kreolen, aber frischt auf jeden Fall auf. Ja, und bei mir sind jetzt 9,5 Minuten vergangen. Bisschen Parfüm hat man meistens in der Handtasche oder aber eben rumzustehen. Und ich setze meine Brille auf. Gut, jetzt spiegelt es leider bei euch. Aber ich bin in 10 Minuten fertig, ausgehbereit, fülle schnell mein Beutelchen wieder mit Alben, damit ich auch unterwegs noch nachpudern kann oder noch schnell mal etwas ausbessern kann oder die Lippen noch mal nachziehen kann und habe dann in 0, nichts, wie ich finde, ihr könnt mir das gerne sagen, ob ihr das auch findet, ein anderes Aussehen, ein strahlendes Aussehen. Und muss jetzt nur noch ein strahlendes Lächeln aufsetzen. Und niemand sieht mir an, dass ich noch vor 10 Minuten faul auf der Couch gelegen habe, noch vor einer halben Stunde vom Sport kam oder aber meine Hausarbeit verändert habe. Und so gehe ich dann los und mache dann meistens die Tür auf und sage strahlend, da bin ich. Und ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr einen großen Unterschied seht zu dem, was vorher ist. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es nachmacht. Unten werde ich noch verlinken, welche Produkte ich genommen habe. Auch nochmal meine Tochter den Erdbeerfaden, der diese Kosmetiktasche näht. Und würde mich ganz doll freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und hin und wieder mal reinschauen würdet. Und wenn ihr vielleicht diese Notfalltasche auch demnächst bei euch habt und nicht mehr in Bedrängnis kommt, oh je, was mache ich jetzt? Ich muss zu der und der Party und wie sehe ich aus? Kleine Tipps. Für Leute oder für Frauen, die kurze Haare haben, nehmt euch einfach, es gibt so kleine Trockenshampoos, wo ihr die Haare schnell aufwuscheln könnt, ein bisschen Gel, wo ihr die Haare nach hinten machen könnt und euch die Haare gelen könnt. Ihr könnt auch mit Spangen arbeiten, was ganz toll aussieht, um dementsprechend schnell euch zu richten und zu sagen, da bin ich alles bestens. Und im Umziehen sind wir Frauen doch sowieso die absoluten Favoriten, oder? Kleiner Tipp noch am Rande. Ich habe jetzt im Moment recht gut lackierte Fingernägel. Wo also bei jemandem das nur zur Hälfte dann noch drauf ist, da rate ich persönlich immer dazu, das bisschen dann abzumachen und einfach nur die Fingernägel dann, so wie sie sind, schön einreiben und dann lieber diesen klassischen, dezenten Nagel, Naturnagel tragen, als dass man eventuell so kleine Stückchen noch vom Nagellack drauf hat. Und für so etwas gibt es für unterwegs natürlich auch die Nagellackentferner-Tücher, dass das schnell geht. Also, ich hoffe, ich habe euch einen guten Ratschlag gegeben und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Für heute schließe ich und wünsche euch einen wunderschönen Tag und bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Ja? Tschüss.